Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es die Roadmap für den März und den Gameblog für den Februar. Aber ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich würde sagen, wir fangen mit den spannenden Dingen an und zwar mit der Roadmap. Da haben wir sie und was wir schon wissen, nächste Woche Mittwoch kommt das Veildale-Champi zurück. Aber da gibt es jetzt noch ein paar interessante Infos zu. Und zwar gucken wir da einfach mal nach. Meisterschaft in Hollow Woods. Ja, es ist Zeit zum Veldel-Championat zurückzukehren. Das Championat ist jetzt an einem anderen Ort. Das wussten wir nämlich noch nicht und das ist sehr interessant. Nicht mehr hier oben, wo ich gerade stand, sondern komplett woanders. Und das Rennen ist logischerweise auch komplett anders, die Strecke. Ja, zeig, was du kannst, dann genieße einfach das wunderschöne Rennen durch Hollow Woods. Und zusätzlich noch dieses Minispiel für die Ladeleisten in Quests, was eigentlich schon. Ja, diesen Mittwoch hätte kommen sollen, aber irgendwie wurde es dann doch verschoben. Kommt jetzt hier. Was auch immer das sein soll, vielleicht erzählen sie uns dann endlich was dazu. Wer weiß. In der zweiten Märzwoche, und zwar am 13. März, kommt das Selfongsee und Sprengreitrennen. Klingt erstmal nicht so spannend, aber wartet ab, es sind nicht nur ganz normale Sprengreitrennen. Das ist was Besonderes. Aber erstmal zum Selfongsee. Ja, das Pferd kann eine spezielle Gangart, die wir schon auf Insta einmal in so einem kleinen Video sehen konnten. Und damit kann es so kleine Zäune, ja, schnell langlaufen, wie auch immer. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie sie dann werden. Also, die sollen auch einige neuere Features Richtung Generation 4 dann so langsam schon haben. Also, Star Stable hat an der Rasse einiges ein bisschen schon rumexperimentiert, was wir dann wahrscheinlich bei den Generation 4 Pferden bald sehen werden. Und jetzt noch was Spannendes, was jetzt erstmal nicht so spannend klingt. Und zwar Springreitrennen. Ja, es gibt eine neue Art von Springreitrennen in SSO. Und zwar testen sie für 6 Wochen lang ein neues Springreitrennsystem. Wie das wohl aussehen könnte, also das ist wahrscheinlich die neue Reitsportart, die sie testen wollen. Es gab ja jetzt schon Longieren und Dressur mit verschiedenen Punkten. Und die aktuellen Springreitrennen sind ja einfach so, ja, man hat ein Rennen, wo halt Sprünge sind, wo man halt springen muss. Aber das Neue wird halt dann wahrscheinlich so sein, dass es Punkte gibt auf die Sprünge. Wenn man natürlich irgendeine Stange reißt oder falsch reitet oder was auch immer, wird es Abzüge geben. Und ja, das wird das neue Springreitsystem, was es dann für einige Showjumping, also Springreitwettbewerbe in SSO scheinbar geben soll. Das Ganze wird wieder getestet, 6 Wochen lang. 2 Wochen im März und dann noch 4 Wochen während dem Reitsportfestival, was dann direkt im Anschluss kommt. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird und wo wir das Ganze testen können. Vielleicht bei der Reitarena. Lassen wir uns erstmal überraschen. Oh, jetzt kommen wir zur nächsten Überraschung. Und zwar hat der März nur 3 Updates. Nein, das stimmt so nicht. Zumindest hat die Roadmap nur 3 Updates. Das liegt daran, dass das Reitsportfestival dieses Jahr schon Ende März beginnt und nicht erst Anfang April. Deswegen gibt es da dann eine separate Roadmap nach dem 20. März. Aber der 20. März ist erstmal das letzte Update in dieser Roadmap und das ist auch nochmal was mega Cooles. Und zwar können wir in Zukunft anderen Spielern helfen, die Pferde zu pflegen. Also wir können scheinbar, ja, wenn uns jemand in seinen Stall einlädt oder so, oder vielleicht aus unserem eigenen Stall, irgendwie anderen Spielern helfen, die Pferde zu pflegen. Wie das Ganze funktioniert, also laut dem Bild hier unten, wahrscheinlich über diese Tafel da, die wir in unserem Heimatstall haben, oder halt dann über die Tafel in fremden Heimatstellen. Ich bin gespannt, wie sich SSO das Ganze gedacht hat und wie das Ganze funktioniert. Aber auf jeden Fall wird es möglich sein, dass wir unseren Freunden helfen können. Und des Weiteren kann man in Zukunft auch die Koppelrequisiten sehen, also können alle Spieler, die in einer Gruppe sind, gleichzeitig die Koppelrequisiten sehen, wenn jemand das aktiviert aus der Gruppe. Eine ganz praktische Quality of Life Veränderung, finde ich. Und dann steht es ja auch nochmal, ja, das Reitsportfestival beginnt bald und zwar am 27. März kommt das dieses Jahr schon. Hier haben wir auch nochmal Bilder, wahrscheinlich schon von dem neuen Ort, wo das Veildale Champi dann sein wird. Ich weiß leider nicht, wo genau das ist, also. Ja, ist schwer zu erkennen von diesem kleinen Bild. Vielleicht erkennt ihr es, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Auf dem zweiten Bild ist das neue Selfongsee zu sehen. Sieht ganz cool aus. Und auf dem dritten Bild, wie gesagt, schon die Tafel, die dann mit der neuen Funktion, dass wir andere Pferde pflegen können, zu tun hat.
Dann kommen wir jetzt noch zum Gameblog vom Februar. Da gibt es tatsächlich nicht so viel Interessantes diesmal, deswegen werde ich das auch nur ganz kurz zusammenfassen. Der ist auch gerade auch aktuell nur auf Englisch verfügbar. Also erstmal berichten sie noch vom Pfad der Erde, wie der erstellt wurde von den Einhörnern von Hollow Woods und diesen kleinen Quest noch dazu. Und der zweite Teil ist das Technik-Update und warum sie ab 6. März die Anforderungen hochschrauben und manche Systeme nicht mehr unterstützen. Das ist ja die Änderung, die dann nächste Woche im Update kommt. Wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, informiert euch auf jeden Fall im Launcher, ob ihr die Mindestanforderungen von Windows 10 oder Mac OS 12, glaube ich, erfüllt, um halt weiter Star Citizen spielen zu können. Das hat halt einfach verschiedene Gründe. Vorwiegend Sicherheitsgründe, da diese Version keine Sicherheitsupdates mehr bekommen und ihr somit gefährdet sein könntet. Und natürlich auch Performancegründe. Das heißt, in Zukunft wird es dank dieser Änderung bei allen das Spiel besser laufen. Und sie können auch neue coole Dinge schneller hinzufügen und Bugs schneller fixen. Ja, das war es erstmal zur Roadmap und zum Blogpost vom Februar. Nächste Woche kommt wahrscheinlich nochmal ein Blogpost, hat Star Citizen zumindest irgendwann mal angekündigt. Da wird es um die Events gehen und die Zukunft von Events in SSO. Vorwiegend auch dem Valentinstagsfestival und so. Bin ich mal gespannt, was sie da dann noch zu sagen haben. Der Blog war ja recht kurz jetzt. Aber ja, mal schauen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, worauf ihr euch am meisten freut von der Roadmap für die nächsten 3 Wochen. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.